bringen einen echt um. Hey Leute, welcome to another vlog of us. Yes. Wir sind in Aachen, Berlin City Girls sind in Aachen, wir besuchen meine Cousine. Und ja, long time no see, I know. Ja, heute schon der zweite Tag, gestern sind wir spät angekommen, war auch Stress pur, aber egal. Ich werde euch einfach die Woche mitnehmen und ja, ich hoffe, dass euch auf jeden Fall dieser Vlog gefallen wird. Hinterlasst schon mal einen Daumen nach oben, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Ansonsten viel Spaß. Viel Spaß. Zahnsinn. Aber hier ist Mama im Ghetto. Leute, fünfte Stock. War gestern kein Spiel mit Koffer hier hoch, ja? Wir haben gerockt. Voila! Nur eine halbe Stunde, aber wir haben gerockt. Hast du aufgenommen? Oh. Leute denken, ich kann nicht Kamera bedienen. Nimm mich nicht verbunden, okay? Okay. Kopfkleid. Ey. Ah, warum laufen wir von hier? Weiß ah, wir wollten nicht. Ja so laufen. Wir sollten ja laufen. Ah, jetzt ist wieder an diese Zigeuner vorbei. Nehmen die mal auf, ja. Ach, ich kann den gar nicht. Ja, balle, balle, Corona. Wer ist denn das, King Leopold? Ja, wir sind nicht ran. Irgendein Dopi aus Aachen. Leute, da sind diese. Boah, geht gar nicht, ja. Geht gar nicht. Motorrad für 5-Jährige, aber so reparieren. Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht. Motorrad für 5-Jährige. Wir haben da so ein Mini-Motorrad. Leute, ich hab so Angst vor Tauben. Doch, es war richtig Kinduki. Das war, Leute, ich bin kein Essen, ja. Gucken wir mal. Jetzt war mein Essen. Machst du? Ich bin diesen Mann. Ja, Leute, dieser Vlog wird anders. Hast du dir meinen Job gesagt? Dio, Dio, yay! Billy Jean, Billy Jean, Binana Nenge, na Joshua. Achso, dein Job. Ja, Leute. Genau, AF1. Joggers. Jamais. Oyoki. Jamais. Bei uns gibt's nicht. Bei uns gibt's nur Sapi Kom Jamme oder Jamme. Nur original. Nur original. Bei uns nur so. nur so. Anders, wir kennen gar nicht. Gar nicht. Anders ist nuts. Ja, Leute, wir warten auf unsere 3,50 Euro. Lupati 3 Euro, oh. Mehr Olakis. Bei uns gibt's nur original. Achso. Bei uns gibt's nur original. Zwar billig, voila, aber die schmecken gut. Die schmecken gut, voila, nicht die judgen. In Gottes Ohren, ja. Oh Leute, wir laufen hier gerade so ein bisschen in Litchery in die Stadt. Litchery. Eschi. Pardon. Ja, ist irgendwie so entfett, Bakufa. So tot hier so ein bisschen, versteht ihr? Weil so, ich kann gar nicht, ich komme aus Berlin City 03026, ja. Bei uns ist immer voll. Aber ja. Mann, sie trauert immer noch um ihr Bandana. Sie hat die Bandana verloren irgendwie. Ja, Mann. Wallah, haram. Das ist gar nicht gut. Von Snipes. Von Snipes. Wer sponsern kann, bitte melden. In schwarz-weiß. Dankeschön. Dankeschön. Nein, ich kann mich selbst lassen. Period. Period. She said period. Also wir sind wie gesagt hier in Aachen, wir gehen in die City oder so. In die City? Da gab es jetzt nichts Großartiges, was ich so halt aufnehmen könnte. Ne, Sarah? Ja. Aber ich wollte mich trotzdem melden und sagen, uns geht's gut. Aber Aachen ist eine rote Stadt.
Und wir werden heute Abend noch mal klären, was wir noch die Tage machen, so, wo wir noch NRW was noch besuchen werden. Und hast nicht gesehen. Hey Leute, welcome to the next day or something like that. Wir waren gerade in so einem Einkaufscenter, Jacques Marquis, keine Ahnung, hier in Aachen. Wie heißt es eigentlich nochmal richtig? Acquis Plaza. Aber oder so. Wir sagen Jacques, ja. Und wir waren gerade bei Claire's oder so, weil meine Schwester wollte nachfragen wegen Ohrlöcher stechen. Guess what? 31. Oh, wieder, die sagen zu mir 32 Euro. Sie sagt, ich soll zwei machen, kostet 40 Euro, aber ist billiger. Die ganze Zeit wollte sie überreden, dass sie dann noch irgendwie ein Loch stechen soll oder so ein Scheiß, ey, wo wir uns so denken, 31 Euro. 32 Euro und ist mir zugewachsen. So. Und in Berlin zahle ich 5 Euro. Ja. Klass. Ja. Resonanz 6. Wir sind jetzt hier so, sind raus von Jacques da hinten. Da. Jacques. Und ja, wir suchen jetzt uns was zum Essen und danach, ja. Eigentlich ist heute so ein Eschweiler, gehen wir danach oder so. Zu Eschweiler. Und ja, wir wollen jetzt erstmal gucken, ob wir was wir essen können und dann gehen wir nach Eschweiler. Und was machen wir da? Brief abholen. Ein Brief abholen, die saß Ananas und ja, heute hat es voll geregnet und so und ja. Kapalash. Todestag heute, aber naja. Ja, mal gucken, ne? Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Heute ist Kappa, aber nicht Leila. Ansonsten ja, peace out. Hier Leute, wir sind bei McDonald's. Wir hatten geordert und ja, die Sachen waren halt so kalt und so. Und meine Cousine geht gar nicht, ja. Und dann meinte sie, ja, können wir nochmal, ne, frisch kriegen und so. Und jetzt kam er so mit viel mehr und hast nicht gesehen und ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich wollte es euch mal gezeigt haben. Hier jetzt Pommes Welt oder so. Abonnieren, kommentieren und liken. Ja? Danke. So Leute, wir haben uns jetzt kurz hingesetzt und ja, werden noch ein bisschen von der City erkunden. Und ja, werden bestimmt auch noch ein paar Bilder machen oder so. Und ja, einfach the time enjoying together. Wir haben uns jetzt hier Eis geholt, einmal Mango, Giotto, Solo con Giotto und Mango Marajuja. Solo con Giotto. Mango Maracuja, hab ich schon gesagt. Nee, ich hab Melone. Hab schon gesagt, Melone. Das Mango Maracuja gesagt. Nein, Melone, Giotto, Maramaru. Marabu. Joghurt Maracuja, ey, ich hab die ganze Zeit wegen euch falsch ausgesprochen, Mann. Meine Mutter ist ganz oben. Oh mein Gott! Sie meint. Ich übertreibe mal nichts. Warum lachst du? Leute, wir sind hier gerade einfach in unserem Eisrausch. Whatever. Wo kommt die jetzt? Aus Mango oder aus dem Leber oder was? Okay. FaceTime und so, whatever. Dann sind die ganze Zeit auf Smalltalken und lachen uns die ganze Zeit hier kaputt. Ja, also sie ist bei dir immer willkommen, ne? Ja. Mhm. Ich hab alles offen. Ja. Schritt, nee, du musst so. Ich bin gestern. Sieht sie nicht rein. Oh mein Gott, Leute, wir kriegen uns hier gar nicht mehr ein. Oh Gott, ach so, ja, wie waren eure Shop? Warum? Ah ja, genau. Weil wir so behindert ja, lachen? Ja, ja. Also, wir machen einen Mini-Haul. Also, das haben wir geholt. Was haben wir noch geholt? Für Stifte für meine Hautprogramme. Genau, weiter.
Ach ja, by the way, eigentlich müssen die Namen ändern, weil kostet jetzt 1,10. Aber warum sieht die eine so ekelhaft aus? Oh mein Gott. I'm so sorry. Und so hier nicht. Sie. Leute, wir haben hier die hier noch. Die kenne ich noch aus London und so. Die waren eigentlich richtig geil. Und guck mal hier innen drin, der hier. Der sieht einfach so verfault aus. Zeig mal. Mann, ich glaube, es schmeckt trotzdem. Was, habt ihr jetzt andere? Nein, wir haben das same shit geholt. Zeig mal. Aber ich will die Bubblegum. Hallo, Sur. Mann, der ist nicht verfault. Der ist einfach. Mann, ja, aber guck ihn noch mal an. Hey Leute, wir sind gerade hier wieder in Jackies, Wackies, wie heißt es nochmal? Agri's. Und meine Cousine hat uns hier so einen Laden gezeigt, wo man hier, ich zeige euch das mal kurz, weil wir sitzen hier gerade. So sieht's aus. Da gibt's alles, also so Süßigkeiten und so aus Ami und hast nicht gesehen. Nimm zwei, zahlt 1 Euro oder so ein Scheiß. Also richtig geil. Und ja, wir zeigen euch mal die Ausbeute hier. Schmeckt so nice. Und dann gibt's auch noch Fanta. Was war das? Chupa Chups? Chupa Chups, aber die habt ihr auch in Berlin. Immer hier Mike und Ike. Die Ahnung haben Ahnung. Dann Reese's haben wir mitgenommen. Das ist ein Must-Have. Dann einmal Hershey's. Ich glaube, das kennt noch keiner. Die neue Version. Genau, und dann halt hier Hershey's Standard. Und ja, einmal die hier. Die bekommt man im Laden für 2 Euro. Jetzt nur 1 Euro gekostet. Und dann halt Pringles für 1,59. Also, die kann man so in Massen einkaufen. Und zeig mal, was Sarah da geholt hatte. 3 Euro und 2 Stück 5 Euro. Also hast du die für 2 Euro. Und dann die hier. Ja, ja. Und die Durstlöscher hatte sie auch für 2 Stück. Kriegst du 1 Euro. Ja. Hier. Ja. Also richtig cool. Und in Köln haben wir auch gesehen, gibt es auch sowas. Menschen, das gibt es eigentlich in ganz NRW. Ja, NRW komplett kommt man damit durch. Also in Berlin. Würde das geben, würde es gar nicht mehr existieren. Wir sind gerade in so einem alten Zug drin. Wir sind gerade gerannt. Ich wollte die Kamera rausnehmen. Meine Cousine war Usain Bolt. Sie war ratata weg quasi. Skrrrpapa. Ja, wir sind auf dem Weg nach Brüssel. Sind jetzt drin, Gott sei Dank. Und die Fahrt geht von 1,5 Stunden. Dann ja, werden wir auch nur so eine Stunde, knapp 2 Stunden auch sein. Geht leider nicht. Ist ein bisschen später geworden. Aber ja, wir machen jetzt das Beste draus. Und wir wollten ein Ticket bei so einem Bahnhof-Typ da kaufen. Aber ihr wisst ja, bis man da alles eintippt und so. Nee, wir hatten nur noch 4 Minuten. Wieso? Nee, wir rennen. Ja, hier ist meine Maske. Ich ziehe die auch gleich an. Hey Leute. Wir sind jetzt in einer anderen Bahn drin. Don't mind my face. ja, wir haben jetzt so ein Wochenendticket geholt. Das heißt, morgen werden wir dann auch wieder in Brüssel sein. Meine Cousine meinte, es gibt da noch so einen riesen Markt und so, wo man eigentlich so alles Mögliche shoppen kann. Und ja, weil wir haben es jetzt einfach gemacht, weil wenn du jetzt einfach so ein Ticket oder so holen würdest, wäre einfach viel zu teuer gewesen. Und wenn wir so ein Wochenendticket tun. Ja. Und so ein Wochenendticket ist jetzt einfach die beste Option auf jeden Fall. Wir sind jetzt in Brüssel angekommen. Und ja, wir waren das mal im falschen Ausgang und jetzt laufen wir hin. Also wir sind jetzt richtig. Und ja. Wir wollen hier wieder Wettrennen starten. 100 Meter laufen über Lüstenbeutel. Wir sind einfach wieder so hoch und runter gerannt wegen nichts. So, weil wir einfach mit falschen Dings rausgekommen sind. Aber ja, ich will jetzt hier raus, damit ich diese scheiß Maske abnehmen kann. Und ja. Merke ich gerade. Maskenpflicht ist hier 100, ey. Leute. Also, wir haben nicht mal
ein Fuß hier sitzt, ja, in Brüssel. Und alle sind am Gaffen und so ein Scheiß. So. Ist gut, dass wir hier zu dritt oder so unterwegs sind. Sonne scheint, richtig nice. So ist mein Drip heute. Warum denn? Willst du aufnehmen? Hey Leute, wir sitzen gerade in der Bahn. Wir haben die Bahn von uns total verpasst. Ja, jetzt sind wir in einem anderen drin, der auch irgendwie voll gedauert hat und Polizeieinsatz war, keine Ahnung, was die da wollten, wie die da gesucht haben oder so. Drückt einfach die Daumen, dass wir es nach Aachen schaffen. Ja, weil da, wenn wir dann aussteigen, müssten wir noch ein anderes bekommen. Aber naja, keine Ahnung. Zug ist voll. Und ja, drückt der Hund. Da haben wir noch was gegessen gehabt, weil wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Nichts. Dann habe ich einfach mir so einen Burger reingedrückt. Und ja, das war das Beste, was ich je machen konnte. Egal. Leute, wir sind gerade komplett allein in der Metro oder U-Bahn oder was immer das hier ist, Bahn, und wir rasten hier gerade aus. Offset! Leute, welcome back. Wir sind hier gerade auf einer Bank draußen. Aachener Hauptbahnhof da in der Nähe. Wir wollten eigentlich wieder nach Belgien, weil wir haben uns Tickets geholt gehabt, was so, ich glaube, 53 Euro für mich und meine Cousine gekostet hatte. Und der Typ meinte gestern, ja, es ist halt so ein Wochenendticket. Ja, und Wochenendticket bedeutet, ja, du kannst hin, kannst wieder zurück, halt fürs Wochenende, ne? Dann, wir steigen so ein und so, dann kommt so die Schaffnerin oder so, keine Ahnung, so eine andere halt, und hat halt nach unseren Tickets gefragt, haben wir gezeigt, dann sagt sie erstmal, ist okay. Dann guckt sie nochmal, dann sagt sie so, hat sie es irgendwie erklärt, so, dann meinte sie, ja, ist halt wirklich nur für hin und zurück. Hin, ihr könnt hingehen, zum Beispiel Freitag, und dann kommt ihr Sonntag wieder zurück. Und das war halt dieser Festpreis. Und wir sagen so, ja, aber ihr Kollege hat uns das einfach komplett anders erklärt und so. Und dann meinte sie, ja, ich kann auch Deutsch und so. Dann haben wir nochmal mit ihr auf Deutsch geredet, weil wir schon, weil sie die ganze auf Französisch gesprochen hat. Dann hat sie das nochmal erklärt. Dann meinten wir, ach so, okay, bla bla, ja, dann macht es ja keinen Sinn für uns. Dann würden wir halt jetzt einfach spontan nach Köln, weil macht keinen Sinn, so, weißt du? Und dann würden wir das jetzt einfach profitieren. Und mein Cousine hat ja einen Kumpel und auf den warten wir jetzt. Und dann fährt er uns Gott sei Dank hin und dann können wir ein bisschen Köln genießen, ein bisschen rumlaufen. Und Wetter ist auch sehr nice. Und das werden wir einfach auskosten, weil morgen geht es dann wieder zurück für uns. Ja, und don't mind my pimple. Es war einfach heute Morgen da. Keine Ahnung wieso, aber okay. Ja, hier war gerade so ein Psychotyp die ganze Zeit, ist hier so hin und her gelaufen. Und wir haben einfach seine Mission nicht verstanden, aber okay. Diese Mochis da probiert mit dem Eis drin, ne? Und ja, das scheiße geschmeckt. Ja, lieber Mochi, sie hatte Matcha, meine Schwester hatte Vanille und ich hatte Erdbeere und nee,
Nee, das war so irgendwie pudrig, das Äußere, und es war einfach nicht lecker. Also nee, jeder kann, ich glaub, so die Konsistenz war auch irgendwie aus Chemie. Kann mir auch keiner sagen, aber Töppe, Töppe. Vegan auf jeden Fall. Ja, also jeder kann so seine eigene Opinion machen, aber wir fanden das jetzt nicht so gut. Naja. Ich habe sogar verschluckt deshalb. Ja, also wir haben 29 Grad, Leute, und wir werden das jetzt erstmal genießen, weil es ist auch unser letzter Tag hier. Hey Leute, ich wollte noch ein Outro machen. Wir sind vorhin nach Hause gekommen. Es war eigentlich ein schöner, restlicher Tag. Wie gesagt, wir wollten erstmal was anderes machen und dann kam es doch anders wie gedacht. Und ja, spontan ist immer am besten. So, ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Bitte hinterlasst einen Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und das Video teilen. Ich würde mich sehr freuen. Und ich versuche mich zu bemühen, dass dann auch wieder regelmäßig was kommt und so. Ja, sorry, ich bin einfach schon durch. Wir müssen auch noch packen. Und dann müssen wir noch unser Ticket buchen, weil wir mit der Bahn wieder zurückfahren. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es war schön für euch. Eine Abwechslung. Und ja, sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.